Herzlich willkommen zu einem neuen, zu einem weiteren Tutorial von World Edit. Ihr wisst ja, ich mache ja das große World Edit Tutorial und das ist jetzt der nächste Teil. Und hier schauen wir uns heute mal die Konfiguration, vielleicht auch die Permissions an in diesem Teil in dieser Folge. Und wie ihr seht hier, ich bin schon im Ordner Plugins drin und da in dem Ordner World Edit. Ihr seht hier den Schematics-Ordner, die Konfigurationsdatei, eine Log-Datei und eine Log-Sicherungsdatei, wenn ich das richtig verstehe. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, wir schauen uns jetzt die Config an. Ich bearbeite die Config immer mit Notepad. Lokale Datei verwerfen, so. Okay. Bei mir öffnet sich dann Notepad. Mit Notepad kann ich alles editieren. Wichtig ist, wenn ihr Konfigurationsdateien mit Notepad öffnet, dann müsst ihr das so umstellen, dass Tabs in Spaces umgestellt werden. Das geht hier unter Einstellungen, Optionen. Mal gucken, wo war das denn? Dann auf Sprachmenü Tabs und dann seht ihr hier unten hier, bei euch wird wahrscheinlich, wenn ihr das zum ersten Mal benutzt, kein Haken drin sein. Hier müsst ihr auf jeden Fall einen Haken reinmachen. Dann werden Tabulatoren durch Leerzeichen ersetzt. Das heißt, es gibt keine Probleme. Denn es ist wichtig, in den Config-Dateien, überhaupt in den JML-Dateien, dürfen keine Tabs benutzt werden, auch wenn es danach aussieht. So, das hier ist nämlich alles mit Leerzeichen. So, okay, schauen wir uns jetzt mal das Ganze an. Am Anfang ist Limits, das sind die Limits halt. man kann hier ändern, wie viele Blöcke maximal geändert werden gleichzeitig. Ich gehe mal davon aus, das ist zum Beispiel mit Brush und so oder Edit, also wenn man halt die Steine verändert, wie viele davon gleichzeitig verändert werden können. Default ist hier minus 1, das bedeutet unendlich. Und Maximum, also höchstens, ist auch unendlich. Und der Radius, den kann man auch nochmal auf unendlich stellen. Also den würde ich jetzt, eigentlich würde ich hier nicht großartig irgendwas einstellen, es sei denn, man will das irgendwie eingrenzen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in welchen Angelegenheit man das machen würde. So, Max Super Pickaxe Size, das ist die Größe der Pickaxe. Also, wenn ihr jetzt mit der Pickaxe die verwendet, dann kann man höchstens 5 Blöcke auf einmal weghauen. Ihr könnt das erhöhen oder niedriger machen. Man kann es mit dem Befehl niedriger machen, aber höchstens 5 ist verwendbar. Ihr wisst ja noch, in meinem vorherigen Tutorial habe ich versucht, das höher zu machen, mit dem, nicht Superpixel, sondern mit dem Brush. Und ja, ging ja nicht, weil es auf 5 eingestellt war. Und das ist hier diese Einstellung hier unten. Maximal Brush Radius. Hier ist auch 5, das heißt, ich kann höchstens 5 Blöcke, einen Radius von 5 Blöcken einstellen mit dem Befehl. Wenn man es erhöht, kann man halt entsprechend höhere Blöcke einstellen. Und hier sind noch die Blöcke, die nicht erlaubt sind, die man halt mit Brush nicht einsetzen kann. Wenn man alle Blöcke verwenden will, nimmt man einfach alle raus. Ihr könnt ja nachsehen, welche IDs. Hier ist halt Wasser noch dabei, wenn ich sehe. Lava, glaube ich, auch hier. Ja. Das sind halt die Blöcke, die nicht verwendet werden dürfen mit Brush. Die kann man auch anders einstellen. So, dann gibt es mit World Edit ein Inventory. Das Inventory ist Inventory. Das ist so, dass wenn ihr erlaubt, also hier auf True umstellen würdet, heißt das, dass die Leute, die können mit World Edit nur das nutzen, was sie auch im Inventar haben. Nehmen wir an, die haben 64 Blöcke Stein im Inventar, dann können die oder die Umgebung, nehmen wir an, die wollen das Haus so verändern, dass alle Steine umgeändert werden in alle Blöcke umgeändert werden in Stein. Dann nimmt er sich diese Steine aus dem Inventar und wenn es nicht reicht, gibt es eine Fehlermeldung, glaube ich. Fails heißt, das Inventar ist unwichtig. Das ist eigentlich Standard so. Ich denke mal, die meisten werden das auch so lassen. Ist nicht so prickelnd, wenn man nur das benutzen kann, was im Inventar ist. Ist aber eine Sicherheit für den Server auch, wenn die Leute das Zeug erstmal abbauen müssen, bevor die überhaupt mit World Edit arbeiten können. In dem Sinne wäre es eigentlich auch sehr günstig, das auf True umzustellen.
So, Allow Override ist hier auf True eingestellt. Ist eigentlich jetzt unwichtig, weil es hier auf False ist. Wäre es hier auf True, dann ist True, bedeutet das, dass man mit einer Permission das überschreiben kann, den Befehl, also die Funktion. Das heißt, man kann mit einer Permission zulassen, dass die Leute doch nicht ihr Inventar nutzen. Also, ja, so ist es halt gedacht. Logging ist natürlich das Speichern von Dateien und Funktionen, die während man das Programm nutzt, entstehen. Hier kann man einstellen, ob das an sein soll oder aus. Ihr wisst, es entsteht eine Datei, da wird alles drin gespeichert. Ist wichtig, wenn ihr Probleme habt mit dem Plugin, wenn ihr keine Probleme habt, dann lasst es aus. Falls ihr Probleme habt, macht es auf True. Schaut in die worldedit.log, ob da Fehlermeldungen drin sind und dann könnt ihr das halt überprüfen. So. Dann Super Pickaxe, ist klar, das ist diese die Super Pickaxe, die man einstellen kann. Hier kann man einstellen, ob halt, wenn man Steine abbaut mit der Super Pickaxe, ob da Steine, sage ich jetzt, überhaupt Blöcke abbaut, ob da Items droppen, das ist hier auf True, das heißt, es droppt halt, verschwindet nicht einfach. Wenn man das auf Fails umstellt, dann würden keine Steine droppen, Blöcke droppen, wenn man die gerade abbaut. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Many Drop Items, das können wir dann viele. Many ist doch viel, ja. Das ist hier auf Fails und wenn ihr das zuschalten, würden halt mehr Blöcke droppen als normalerweise. So, hier kann man Snapshots, da kann man die Directory einstellen, wo das gespeichert wird. Einfach Namen vergeben, dann werden da Snapshots gespeichert. Ich glaube, das ist auch ein Befehl in World Edit, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist schon länger her, als ich das andere Tutorial gemacht habe. Aber auf jeden Fall könnt ihr hier einstellen, in welchen Ordner, Directory ist der Ordner, auf eurem Server das Ganze dann gespeichert wird. So, das Navigation Wand Tool, das ist natürlich dieser Kompass. Ne? Hier könnt ihr einstellen, ob es auch wirklich der Kompass bleibt. Ihr könnt natürlich auch was anderes, eine andere ID eingeben, wenn ihr den Kompass für was anderes braucht, als für dieses Navigieren, das heißt dieses Teleportieren, wisst ihr, durch und hoch und runter. Und hier könnt ihr auch einstellen, wie weit höchstens einer teleportieren kann mit dem Kompass. So. Dann Scripting, das ist, ihr wisst, mit World Edit kann man Scripts erstellen. Scripts, was kann man sich darunter vorstellen? Das sind kleine Programme, mit denen die gewisse Funktionen ausführen. Viele von euch kennen vielleicht JavaScript, das sind dann diese kleinen Spielchen, die es so im Internet gibt, oder Programme, die dabei helfen, dass ein Banner wechselt und so weiter. So kann man sich vorstellen, in Minecraft wäre das halt vielleicht ein Script, das wenn man einen Stein abbaut, 50 Diamanten erscheinen oder sowas in der Art halt. Wenn man sowas programmieren kann, kann man das da in diesen Ordner reinschieben, in den CraftScript, der hier eingestellt ist. Den kann man auch verändern. Und dann gibt es hier das Timeout, falls halt ein Script unendlich lang geht und nicht mehr ausgehen will. Dann wird es nach 3000 Sekunden, glaube ich, vom Programm selber beendet und es kann dann wieder starten, sozusagen. Das ist eher was für die Programmierer unter uns. So, die Saving, das ist die Schematics, das kennt ihr ja. Die werden hier, das ist einfach nur der Name des Ordners, wo diese dann gespeichert werden, wenn ihr sie als Befehl nutzt. Das können wir auch so lassen, oder ihr könnt es auch vereinfachen, indem ihr einfach Schema draus macht oder irgendwas, was ihr euch schneller merken könnt als Schematics. Aber Schematics ist auch schon sehr gut. History ist natürlich, wie oft man zum Beispiel Undelete verwenden kann. Undo heißt es, genau. Wie oft ihr Undo verwenden könnt, nehmen wir an, setzt einen Block, macht Undo, das ist eine History von 1. Nehmen wir an, ihr macht Undo, Block, dann baut ihr noch einen Block und noch einen Block, das sind dann dreimal irgendwas gemacht, was man rückgängig machen müsste. Das geht halt hier vom Size her auch noch. Also bis 15 Befehle, die man genutzt hat, kann man rückgängig machen. So kann man sich das vorstellen. Und Expiration, ich glaube, das ist jetzt Minuten, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also das heißt, nach 10 Minuten kann man nicht mehr Undo machen. Dann ist diese Funktion halt aufgelöst. So, das Want Item, das ist natürlich das Item, das ihr momentan für Markierungen benutzt. Das ist hier eingestellt auf, ich glaube, ich habe es verstellt, bin mir aber nicht sicher. Hier habe ich es nicht verstellt, genau. Das ist die Holzaxt. Ihr könnt natürlich alles andere, wenn ihr die Holzaxt nicht verwendet, an andere ID
eintragen, aber bitte beachte, dass andere Plugins auch die auch andere Teile verwenden und deshalb müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht kreuzt mit den anderen Plugins, wenn ihr das einstellt. So, no double slash, das hat einfach nur mit den Befehlen zu tun. Das heißt, man kann die Befehle auch mit einem double slash, ein slash ist das hier, ne? Und das ist ein double slash. Ja, das könnt ihr halt hier so einstellen. Und das, der untere ist jetzt erstmal ein bisschen unwichtig. No op permissions, also dass auch keine permissions per op ausgeführt werden können hier bei World Edit. Es gibt keine op permissions. Und Debug ist klar, das ist der Modus, der, wo man sehen kann, ob irgendwelche fehlerhafte Sachen im Programm sind. Das ist eher unwichtig für uns, es sei denn, es wäre dafür aufgefordert vom Programmierer, das mal zu testen und das auf True zu stellen, dann müsst ihr das umstellen, ansonsten braucht ihr das hier nicht. So, das war jetzt die Konfiguration, wenn ich mich nicht irre, mehr braucht man nicht zu sagen. Eine Sache doch noch, wenn ihr diese Config-Datei jetzt verändert habt und wissen wollt, ob die noch so weit funktioniert, dann könnt ihr sie parsen. Parsen heißt, das wird sozusagen von einem anderen Tool, ich kann das jetzt nicht erklären, ich kenne mich mit der Programmiererei nicht aus, das wird irgendwie ausgeführt irgendwie innerhalb einer Programmfunktion. Hier dieses yaml-online-parser.appspot.com kann man hier jetzt den Inhalt eurer Datei hier einfügen und dann schaut ihr, was passiert. Wenn ihr hier keine Fehlermeldung kommt, ist alles okay. Jetzt machen wir das auch mal. Config, Ansehen, Bearbeiten, lokale Datei verwerfen, Datei herunterladen. So, wir nehmen das Ganze und kopieren das und dann gehen wir jetzt auf unsere Seite. Ich hoffe, ihr seht das Ganze. So, und jetzt fügen wir das Ganze hier ein. So. Und wir schauen, was passiert. Das ist der Output, das wird ausgegeben. Das interessiert uns jetzt eher weniger. Das ist, dass wir das Programm dann weiterverarbeitet, diese Daten, die jetzt hier so angegeben werden. Das sind halt gefüllte Variablen, könnte man das sagen. Und ja, nehmen wir an, wir machen jetzt einen Fehler. Wir haben hier ein Tab drin. Wir machen das bei uns in unserem Programm. So, ich weiß nicht, ob das jetzt... Machen wir hier. So, wir machen hier... Ja, genau das. Wir machen hier einen Tab rein. Ihr seht, das verwandelt er bei mir in Leerzeichen. Wunderbar. Das heißt, nee, ich möchte das jetzt nicht verändern. Wir machen es einfach hier drin. Hier, ich mache hier einen Tab rein. Okay, es klappt nicht. Ich kann hier keinen Tab reinmachen. Dann machen wir es doch mal. Geht nicht anders. Okay, wir machen Einstellungen. Optionen. Dann machen wir hier Tabs einfach hier mal raus. So, schließen. So. Und jetzt, wenn ich Tab aufmache, sieht das hier so aus. Ihr seht, es wird rot angezeigt. Das heißt, er kann das nicht lesen, weil es eine Fehlermeldung ist. Aber wir nehmen es trotzdem, um zu sehen, was passiert. So, wir markieren wieder alles, fügen es ein. Und ihr seht, wir haben ein Error. Und hier steht auch jetzt genau, wo das Problem ist. Ich habe hier ein Tab, das bei Max Blocks changed. So, wir schauen uns jetzt mal, wo MaxBlock, hier. Und da ist also ein Tab, ja. Dann nehmen wir mal raus. Reicht das schon? Nein, da ist noch ein zweiter Tab drin. Den nehmen wir auch raus. Und jetzt gibt es noch weitere Probleme und so weiter. Irgendwas ist jetzt total schief gegangen. Ich muss das nach hinten schieben. So, nicht so weit nach hinten. Das gehört ja zu diesen Befehlen. So, und ihr seht, es funktioniert wieder. So könnt ihr immer überprüfen, ob ihr eure Konfigurationsdatei, ob ihr einen Fehler bei den Konfigurationsdateien machen müsst. Ich werde das auch jetzt öfters verwenden in meinen Fragen, wenn ihr mich fragt, warum irgendwas nicht geht, dann müsst ihr auf jeden Fall erstmal das probiert haben. So, wir stellen es jetzt wieder nochmal zurück. Ihr könnt hier nochmal zugucken, einfach hier Leerzeichen anschließen und das heißt, wenn ich jetzt Tab nutze, dann macht er ein Leerzeichen draus. So, ich weiß jetzt nicht, ob das so klappt, aber ich speichere es lieber nicht. So, gut, und jetzt schauen wir uns mal die Permissions an. So Leute, wir sind hier auf der Wiki-Seite von World Edit. Hier wird Wiki alles erklärt. Den Link werde ich nochmal unten in die Beschreibung reinschreiben, damit ihr auch direkt hier hinkommt und gucken könnt. Es ist so, World Edit hat 1000 von Permissions. Das heißt, für jeden Befehl gibt es eine Permission, ist klar.
Die meisten, ihr müsst selber entscheiden, wem ihr welche Permission gibt. Das kann ich euch, diese Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Und ich kann euch nicht zeigen, wie man die Permissions irgendwo einträgt, weil jedes Programm eine andere Art von hat, das einzutragen mit Befehlen, per Hand etc. Deswegen kann ich euch nur zeigen, wo ihr die Permissions findet und was ihr davon für euch wichtig ist. Okay, wir gehen jetzt in World Edit, sehen wir ja schon, okay, und dann Singleplayer Commands brauchen wir nicht. Übrigens, Singleplayer ist die Version für die Mod-Version des Ganzen, das könnt ihr nämlich auch als Mod nutzen, aber wir brauchen nur die Bucket-Version. Die Bucket-Installation brauchen wir nicht. Gucken, ob ich jetzt in die richtige, nee, bin ich falsch. Das war doch hier Command Book, Craft Book, ne, Command Helper, ne. So, und dann. Hier Setup Permissions. Main Permissions Page. Ja, da sind wir doch. Gut, ihr habt hoffentlich gesehen, wie wir hier hinkommen. Da sind wir für hier. Hier seht ihr die ganzen Befehle, die es hier gibt. Es gibt noch eine andere Liste, wenn ich mich erinnere. Mal gucken, ob wir die nochmal finden, aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Na, toll, sehr viel. Ja, nur als Beispiel schon mal. Ihr seht, hier gibt es für Cut, Paste verschiedene Permissions. Zum Beispiel, ihr wollt den Leuten oder euch selber die Permissions geben, dass ihr Sachen rausschneiden könnt. Also ins Clipboard wird es dann geschnitten. Dann gibt es das WorldEdit.clip. Board.cut. Grundsätzlich könnt ihr merken, jede Permission in WorldEdit beginnt mit WorldEdit. Das ist schon mal grundsätzlich. Falls ihr halt auf Anhieb ohne nachzugucken was machen wollt, dann überlegt euch einfach erstmal, welches Plugin ist es. Es ist WorldEdit. Dann macht ihr WorldEdit Punkt und dann überlegt ihr euch den Befehl. Meistens ist es so, dass das zweite dem Befehl entspricht. Zum Beispiel hier HCL, das ist diesen Zylinder zu machen. Ja, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Tja, es sind halt viele, das ist ein sehr schlechtes Beispiel gewesen und die anderen sind auch nicht besser. Ja, grundsätzlich ist der zweite Abschnitt dann der Befehl, aber hier, ihr seht, hier gibt es zu viele unterschiedliche Sachen, sodass man das zweite doch nicht einfach so unterscheiden kann. Bei den Clipboard-Befehlen sozusagen, also alles, was mit dem Clipboard zu tun hat, ist das zweite halt heißt der zweite Punkt Clipboard und dann Punkt und dann kommt erst der richtige Befehl. Und so könnt ihr euch das ungefähr merken. Das gleiche bei Generation, also Sachen, die etwas erstellen können. Also WorldEdit.generation, dann Zylinder. Zylinder für beides ist das gleiche hier, so wie es aussieht. Dann Sphere gibt es halt auch das gleiche. Auch Pathsphere oder Sphere ist immer der gleiche, die gleiche Permission. Ihr nehmt sie einfach hier raus, rechtsklick kopieren und fügt sie in euren Permissions-Befehl oder auch in eure Permissions-Datei ein. Die Sache ist die, wenn ihr wissen wollt, wie man die Permissions einsetzt, weil viele fragen bestimmt, was mache ich jetzt mit den Permissions? Dafür müsst ihr euch einfach die Tutorials zu, sagen wir mal, Permissions X angucken, Group Manager, da wird immer erklärt, wie man irgendwelche Permissions einträgt. Dort sind natürlich die Permissions von Essentials, bei Group Manager sind es die Permissions von Essentials, die gezeigt werden. Das gleiche wie dort diese Permissions verwenden, dann könnt ihr natürlich auch die World Edit Permissions eintragen. Und bei Permissions X sind es die Permissions, die man halt auch, ich habe es bei mir mit Essentials gemacht, halt von den Programmen, die halt dabei sind, wie das Chat Plugin oder Modify World. Das wird dort halt zum Beispiel gezeigt und einfach das gleiche, wie ich diese Permissions eintrage, könnt ihr das auch mit diesen Permissions, die ihr hier seht, machen. Ich schaue gerade mal, ob ich die andere Seite finde mit den etwas ausführlicheren Befehlen oder war das WorldGuard? Dass ich mich täusche, ich gucke jetzt mal bei WorldGuard rein. Nee, es sieht anders da aus. Ich gucke gerade mal. Okay, Leute, ich habe es herausgefunden, was das Problem war und zwar. Ich habe es mit Essentials verwechselt. Bei Essentials ist es so, dass es da eine Befehlsliste gibt, wo man dann draufklickt und drunter sieht man dann die Permissions. Das ist jetzt hier nicht so. Ich bin hier wieder bei WorldEdit und das ist wirklich so, wenn ihr hier draufklickt, unten auf Permissions. Übrigens, wie ich hier drauf komme, ist auch ganz einfach. Ihr geht bei WorldEdit auf Bucket Dev, aber wie gesagt, ich mache auch noch direkte Verlinkung. Dann
scroll dir ein bisschen runter und hier steht How do I install World Edit. Dann geht ihr da rein, World Edit so. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und einfach hier auf Permissions. Und dann habt ihr wieder diese Seite, wo ich aufgerufen habe. Ja, und hier stehen alle Permissions, die ihr braucht. Ihr müsst ihr euch aussuchen. Ihr könnt auch zum Beispiel den Befehl erstmal im Spiel ausprobieren, was es bedeutet, was es heißt. Oder einfach mein Tutorial ansehen. Und dann könnt ihr die Permissions hier raussuchen und entsprechend euren Admins etc. geben. Wollt ihr einem Admin alle Befehle geben, die es in WorldEdit gibt, dann nimmt ihr einfach WorldEdit und macht ein Sternchen da hinten. Hier oben ist ein Beispiel, WorldEdit.Sternchen. Damit hat er dann alle Permissions, also alle Befehle, die hier möglich sind, kann er dann machen. Nehmen wir an, ihr wollt jemanden die Befehle geben, dass er selber Kugeln etc., Pyramiden etc. erstellt. Dann könnt ihr ihn zum Beispiel auch WorldEdit.Generation.Sternchen machen. Also statt die einzelnen Befehle macht ihr ein Sternchen, dadurch habt ihr die Sammlung. Damit kann dann jeder, derjenige, alle Befehle, die hier in diesem Bereich, den ich markiert habe, sind, nutzen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die Clipboard-Befehle. Wenn ihr jemanden nur die Clipboard-Befehle geben wollt, einfach WorldEdit.Clipboard.Sternchen. Dann kann er, jetzt markiert er wieder zu viel hier, kann er nur diese Befehle hier nutzen. Hier oben ist noch ein Clipboard-Befehl, den er nutzen kann. Und ja, das war's. Was mich halt so interessieren würde, wenn ihr, das habe ich auch gerade ausprobiert, dieses Clipboard, ist das PC-abhängig oder ist das auf dem Server? Das würde mich interessieren. Was würde passieren, wenn einer was ins Clipboard kopiert und der andere versucht, das aus dem den Paste-Befehl? Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das im eigenen Speicher gespeichert wird mit diesem Befehl oder ob das Clipboard serverseitig gespeichert wird. Das müsst ihr mal ausprobieren, das wäre interessant zu wissen. Schreibt es doch mal ins Kommentar rein, da bin ich wirklich gespannt. Das ist mir gerade eben eingefallen. So, natürlich diese Navigation-Befehle, das sind diese, ob jemand mit Kompass auch diese nutzen kann. Wenn ihr zum Beispiel jemand haben wollt, der den Kompass-Befehl nutzen darf, dann müsst ihr dem die Rechte zum Beispiel hier geben. Wo ist es denn? Hier, den Befehl Jump To und irgendwas mit Durch. Wo ist denn das? Through. Die zwei Rechte muss er schon haben, um den Kompass halt nutzen zu können. Ob es jetzt noch einen Befehl mit Kompass gibt, bin ich mir nicht sicher. Aber das sind jetzt die, die ich eingesetzt habe, damit die User den Kompass nutzen konnten. Kann sein, dass hier noch was fehlt. Ja, bei den Permissions haben wir gesagt, großartig zeigen kann ich es ja nicht, wie gesagt. Aber seht euch einfach diese Seite an, die ich nochmal verlinke. Und ihr wisst schon Bescheid, wenn ihr wisst, wie man Permissions einträgt. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man Permissions einträgt, dann schaut euch die Tutorials zu den verschiedenen Permissions-Plugins an. Dort erfahrt ihr, wie man das Ganze macht. Und übertragt einfach das Wissen auch auf WorldEdit. Und dann könnt ihr das auch hier verwenden und habt dann die Permissions, die ihr nutzen könnt. Ja. Das war's eigentlich auch. Das ist jetzt die letzte Folge des großen World Edit Tutorials. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Das Tutorial ist vollständig. Das nächste Tutorial könnt ihr jetzt entscheiden, was ich jetzt machen soll. Habt ihr mehr Interesse an World Guard oder an Essentials? Also Essentials, das Grundplugin, also mit den ganzen Befehlen. Dann würde ich jeden Befehl aus Essentials in einem, nicht nur in einem Video, sondern in mehreren Teilen. Das würde dann das große Essentials Tutorial sein. Oder habt ihr mehr Lust auf das große World Guard Tutorial? Schreibt mir es in den Kommentaren. Ich entscheide danach nächste Woche oder übernächste Woche, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt als nächstes sehen wollt. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye.